Teppich, da macht es Flecken und ich befürchte, die gehen nie wieder raus. Oh, wie oft hab ich mir schon gedacht, als ich es endgültig vernagel, wie einen Sargdeckel zu, dass ich da nie mehr wieder was bring. Aber ich krieg es einfach nicht dicht. Ich krieg es einfach nicht dicht. Das Wasser steigt und irgendwann muss ich auf Zehenspitzen stehen, um noch atmen zu können, um überhaupt noch Land zu sehen. Das ist doch kein Leben mehr. Schon lang, ob ich es war, der die Tür abgeschlossen und den Schlüssel, der im Schloss noch steckte, abgebrochen, vielleicht aus Ekel vor der Menschheit, verursacht durch eine ekelhafte Kindheit, vielleicht ohne Angst vor dem Überwachungsstaat. Oder ist es umgekehrt? Gehöre eingesperrt, bin sowas wie ein Problembär, ein NPD-Funktionär. Kurz gesagt, ein Psychopath. Und ich frag mich schon lang, was denn bloß mit den Nachbarn los ist, sag mal, merken die denn überhaupt nichts und wo? Ich eigentlich meine Miete monatlich und meinen Klempner seh ich vor Gericht, wenn ich hier noch mal lebend rauskomm. Und während ich so auf den Grund der Dinge sinke und sinniere, klopft es auf einmal an der Tür und eine unbekannte Stimme fragt nach mir, wer kann das sein? Ist es die Liebe, die ich mein Leben lang gesucht, aber immer nur bereut hab? Oder ist es der Tod, den ich schon Zucker auf die Fensterbank gestreut hab? Zucker auf die Fensterbank gestreut, wer kann das sein? Es lässt mir keine Ruhe. An der Tür und ich schau durchs Schlüsselloch. Plötzlich hör ich meine Stimme in der Stille schreien. Ja, verdammt, ich lebe noch und habe keine Ahnung, was mich hier all die Jahre hielt. Ich komm jetzt raus von einer Welle, stinkendes Wasser auf die Straße gespült und ich tanze durch den Regen mit den Kröten durch den Dreck und ich spüre, wie der Winter mir reißt und sich die Erde unter meinen Füßen bewegt und in den Pfützen spiegelt sich der Himmel, in den Pfützen spiegelt sich der Himmel.